Ihr habt ein Staubliebchen gefunden. Erst gestern hat mich ein Händler nach ihnen gefragt. Hier, ich gebe euch etwas dafür. Fünfmal in diesem Monat haben diese Banditen die ankommenden Karawanen geplündert. Das gestohlene Gold und die Gewürze kümmern mich wenig. Doch diese Geier nehmen auch die Lebensmittel. Jetzt laben sich diese Schurken an unserem Essen, während meine Kinder verkümmern. Bitte, beschafft ein paar Vorräte zurück und ich kümmere mich persönlich darum, dass euer Geldbeutel gefüllt wird. Frieden finden. Die ganze Nacht wird geschrien und geflucht. Man sollte ihn... Nun, er atmet noch. Da hat er Glück. Der alte Mann dort. Er behauptet, ein Horadrim zu sein, trinkt aber wie ein Ochse. Vor ein paar Tagen in die Stadt und suchte nach einem Diener der Dämonin Lilith, einem fahlen Mann. Ihm hat wohl nicht gefallen, was er vorfand. Ich verstehe. Den Rest übernehme ich. Wer seid ihr? Wir haben uns in den zersplitterten Gipfeln getroffen. Ich sah seinen fahlen Mann in einer Vision. Man glaubt es kaum. Genug. Er gehört euch. Bleibt mir nur beide von der Flasche fern. Verdammte Höllen, was wollt ihr? Ich sollte euch hier treffen, Lorat. Erinnert ihr euch? Natürlich erinnere ich mich. Es überrascht mich nur, dass ihr nicht tot seid. Gebt mir die Flasche. Was ist euch zugestoßen? Ich wurde angegriffen. Sieht man doch. Von Alkohol in rauen Mengen. Eingeflößt durch meine eigene tückische Hand. Und womöglich war da auch ein Kampf mit einer Ziege um diesen Schlammfleck. Ich glaube, ich war siegreich. Lorat, wer ist der fahle Mann? Der fahle Mann ist... war... Horadrim. Horadrim? Dann müsst ihr ihn kennen. Einst dachte ich das. Er trägt den Namen Elias. Er war mein Lehrling. Er war es, der Lilith nach Sanctuario brachte. Möglicherweise habe ich die Neuigkeit nicht gut aufgenommen. Was müssen wir tun? Ihn finden, herausfinden, was er getan hat. Und ihn dann töten. Hör zu, hier. Irgendwo hier ist eine Frau. Sie hat ein paar Nachrichten, die wir brauchen. Und ich bin gerade niemandem eine Hilfe. Könnt ihr sie suchen? Es wurde schon genug Zeit vergeudet. Ah. Seht euch im Gasthaus um. Fragt, ob sie vom Kloster von Orbey gehört hat. Nein, kein Wort von Orbey. Genau wie gestern und vorgestern. Aber ich habe etwas anderes. Gerüchten zufolge zog vor einiger Zeit ein fahler Mann durch die Abaru-Schluchten. Ein furchterregender Kerl, ganz in Schwarz. Nach Lorats Auftritt letzte Nacht wird er das sicher wissen wollen.
merkwürdig. Ich schrieb dem Kloster von Orbey am Tag meiner Ankunft. Der Abt hätte mittlerweile antworten müssen. Tekrin sprach von einem Gerücht. Ein fahler Mann soll in der Nähe der Schluchten gesehen worden sein. Die Schluchten? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wir brechen sofort auf. Oh. Aber wir können Orbey nicht unbeaufsichtigt lassen. Verdammt, ich gehe zur Schlucht. Ihr könnt mich dort treffen oder zum Kloster gehen. Bisher wirkt ihr recht verlässlich. Beweist mir nicht das Gegenteil. Mehr Wut.
wir kaum noch Boden zu schwachen. Warten. Ich habe kaum noch Boden. Dieses Pack glaubt, sich einfach so unser Land nehmen zu können. Wir müssen sie oft vom Gegenteil überzeugen. Sehen wir mal, was ihr drauf habt. Kaum noch Boot. Seid gesegnet. Wir haben alle für eine angemessene Belohnung zusammengelegt. Sie gehört euch.